Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Und dann geht's los. Wir brauchen einen Ort zum Übernachten. Und dann werden überall in Deutschland schon die Betten gemacht, bevor wir eigentlich hinkommen. Ja, die Hotels bereiten sich auf Urlauber sehr, sehr gut vor. Da interessiert mich, woran erkenne ich denn eigentlich in diesen Zeiten ein sicheres Hotel? Und welche Hotels sind schon wieder offen für Gäste? Wie viele Zimmer dürfen denn eigentlich belegt werden? Muss da auch immer eins frei bleiben zwischen den anderen beiden, wo jemand drin ist? Genau das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Christian Badenhopp ist Vertriebschef bei der Lindner Hotels AG und ihm frage ich jetzt ein Loch in den Bauch. Hallo Christian. Grüß dich live. Was ist denn ganz genau deine Aufgabe bei den Lindner Hotels? So ganz genau würde höchstwahrscheinlich zu ausufernd werden, aber ich halte mich kurz. Ich verantworte alle Vertriebsaktionen, die wir so machen, eigentlich in drei Segmenten. Und zwar reden wir über Leisure, also über den Freizeit-Tourismus-Bereich sozusagen. Dann den Meeting-Bereich, den wir heute nicht mehr MICE, weil das ist immer noch so ein bisschen komisch zu verwechseln mit dem mit den Mäusen. Also M&E nennen wir das, Meeting- und Events-Bereich. Und den Corporate-Bereich, also alles das, was Geschäftsreisen betrifft. Sowohl für die Lindner-Gruppe und für unser neues Lifestyle-Produkt Me and All Hotels, wo wir übrigens letzte Woche in selbst schwierigen Zeiten gerade ein neues Hotel in Hannover eröffnet haben. Ja, mega. Und wie hat sich's angelassen? Eigentlich gut, aber ich will ehrlich sein, auch da sind wir natürlich nicht irgendwie völlig von Corona verschont geblieben. Ja, klar. Normal hast du eine Neueröffnung, gerade in diesem Lifestyle-Bereich und alle rennen in die Bude ein. Das geht momentan auch gar nicht so richtig und deshalb sind wir so bei einer Auslastung vielleicht zwischen 20% und 30% anstatt der erhofften 80. Ne? Naja, aber so. Alleine den Mut zu haben, jetzt zu sagen, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand und wir bremsen alles, das ist ja sowohl fürs eigene Gefühl schon wichtig, als auch sicherlich für die Mitarbeiter, die ihr da habt. Ganz wichtiges Thema. Mitarbeiter ist, also super, dass du es ansprichst gleich zu Anfang. Das ist überhaupt das A und O. Wie gehen wir jetzt in diesen Zeiten damit um, auch startklar zu sein, auch wenn wir alle Hotels aktuell aufhaben, dann müssen wir natürlich auch Sorge tragen, dass wir entsprechend personaltechnisch aufgestellt sind. Und das ist nicht ganz einfach, aber ja, so jeder Tag ist da wieder neu und wir müssen gucken, wie viel Belegung wir haben und wen brauchen wir dafür. Also das heißt, ihr fahrt wirklich auch auf Sicht und guckt ganz genau, wie kann ich das, was ich habe, halt wirklich einsetzen, so dass der Gast absolut zufrieden ist. Ich habe vorher diesen Begriff irgendwie nie wirklich benutzt, weder im Privaten noch im Beruflichen, auf Sicht. Aber momentan passt der so gut, dass ich den, glaube ich, 10-mal am Tag finde. Wir fahren auf Sicht. Das ist das neue Normal, Christian. Alles ist irgendwie anders, wird mit anderen Dingen besetzt. Sag mal, aber jetzt, Lindner Hotels kennt die ganze Welt, ist ein Begriff. Aber wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Wie viele Häuser habt ihr? Also wir haben knapp 40 Häuser. Ich schließe jetzt mal die Me and All Hotels mit ein. Mhm. Das ist eigentlich, sagt man so landläufig in der Branche, eine gesunde Größe. Ne, dann kannst du schon wie eine große Hotelkette arbeiten, weil du tatsächlich entsprechende Systeme und das ganze Backup entsprechend so aufsetzt. Auf der anderen Seite natürlich immer noch sehr individuell, ist ja bei uns Familien geführt und auch die Eigentümerverhältnisse sind so, dass wir sehr individuell aufgestellt sind und ja tatsächlich auf Zuruf arbeiten können. Was natürlich dem Gast zum Vorteil wird, wenn er merkt, wow, das ist hier so die sehr besondere Lindner-Note oder halt die besondere Me-and-All-Note. Also im Grunde genommen, der Chef ist der Erste, der auch übernachtet und sagt, okay, Bett ist komplett komfortabel und hier kann man Leute reinlassen. Ist tatsächlich so. In aktuellen Zeiten ist es sogar so, dass Herr Lindner selber sich ganz intensiv damit beschäftigt, was diese ganzen Hygienestandards und so weiter betreffen. Wie wir da aufgestellt sind, möchte genau wissen, wie läuft das, wie fühlt sich das für den Gast an und nicht nur, was spinnen wir uns da in Düsseldorf in der Zentrale zurecht, was so passen könnte, sondern machen wirklich klar Gasterlebnis. Ja. Ist das so das Kernkonzept, dass ihr sagt, wir wollen ein Gasterlebnis haben und nicht nur jemandem die Möglichkeit geben zu übernachten? Ja, ich glaube sowieso. Also du hast das so schön eingangs gesagt, wir sind relativ bekannt. International arbeiten wir immer noch dran, aber grundsätzlich in Deutschland, denke ich, kennt fast jeder irgendwie Lindner Hotels. Mhm. Und was damit einhergeht, ist so ein bisschen dieses Gefühl, das höre ich zumindest, ich bin seit 2 Jahren bei Lindner Hotels, habe vorher Erfahrung sammeln dürfen bei anderen Hotelketten. Hier geht es mir erstmalig so, dass die Leute sagen, ach ja, Mensch, ihr habt so ein unterschiedliches Portfolio im positiven Sinne. Aber irgendwie merkt man so doch ein Strich, der durchgeht.
Aber jedes Haus ist irgendwie anders. Wir haben ja auch Resort-Hotels, Stadthotels, klassische Feriendestinationen wie Mallorca und Sylt. Wir haben aber auch kuriose Destinationen dabei, also positiv kurios. Bratislava und wir haben auch Antwerpen im Portfolio, was viele andere nicht haben. Also sehr, sehr spannend. Jetzt kam ja irgendwann Corona, das hat ja die Hotelbranche und euch wahrscheinlich auch richtig durchgerüttelt. Wo seid ihr denn mittlerweile komplett wieder für die Gäste geöffnet? Wir sind eigentlich überall geöffnet. Das ist momentan, also Stand heute, wie man das so schön sagt. Auf Sicht? Auf Sicht wiederum sind wir überall auf. Ein paar Verzögerungen gibt es jetzt noch bis Mitte nächster Woche. Allerdings, das ist auch ein positives Zeichen. Mallorca, glaube ich, hast du auch und alle Zuhörer höchstwahrscheinlich auch vernommen, dass wir Deutschen nächste Woche schon nach Mallorca dürfen und mal sehen, ob alles funktioniert. Und davon wiederum profitieren wir natürlich. Wir hatten die große Befürchtung, erst Mitte Juli so richtig starten zu können auf Mallorca und jetzt geht das schon nächste Woche los. Also es gibt auch positive Zeichen. Wunderbar. Wie muss ich mir dann so einen Hotelaufenthalt in euren Häusern im Moment vorstellen? Ob auf Mallorca oder in einem der ganzen anderen Häuser? Ich übertreibe jetzt mal bewusst. Ne? Mhm. Eigentlich ganz normal. Ich bin das erste Mal in einem unserer wiedereröffneten Häuser, weil erstmal hatten wir so einen kleinen Lockdown, so im April. Und dann sind wir sukzessive wieder weiter an den Start gegangen, weil wir gesagt haben, es nützt ja nichts. Wollen auch für Gäste da sein, wollen auch für unsere Stammkunden da sein. Und da war ich in Hagenbeck, in unserem wunderschönen Themenhotel am Tierpark in Hagenbeck. Und ich habe damals schon gesagt, ja, bis auf die Maske und überall das so hygienemäßig steht, wo man lang zu laufen hat, so ungefähr, ist es normaler Hotelaufenthalt. Klar, unsere Bar ist in dem einen oder anderen Hotel natürlich noch geschlossen und auch entsprechend wenig Gäste tummeln sich dort, aber eigentlich ein normaler Hotelaufenthalt. Auch zimmermäßig darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das alles irgendwie überzogen ist von irgendwelchen Klarsichtfolien, sondern Klarsichtfolie fällt mir gerade ein. Klar, die Fernbedienungen beispielsweise sind eingeschweißt, ne? So Nummern. Damit man sie besser abwischen kann. Genau, und solche Nummern, die geben auch Sicherheit, die geben einem auch ein gutes Gefühl. Also ich selber bin jetzt 10-mal in dieser ganzen Zeit in unseren Häusern unterwegs gewesen und ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ist jetzt irgendwie unangenehm oder man hat womöglich Angst. Also ich merke schon, ihr macht ziemlich viel so zum Schutz der Gäste. Jetzt das Notwendigste oder entwickelt man da als Hotelier auch noch Ideen, was man vielleicht noch oben drauf satteln könnte? Ich glaube, das hat wieder ein bisschen damit zu tun, das geht anderen auch so, da will ich jetzt gar nicht nur für Lindner Hotels sprechen, sondern insgesamt in der Branche. Wir sind halt immer schon darauf eingestellt gewesen, die Hotels genau das zu liefern, was der Gast erwarten darf. Und da versuchen wir halt so gut wie möglich uns in den Gast zu versetzen und zu verstehen, was gibt ihm Sicherheit. Und das, glaube ich, ist perfekt umgesetzt. Ähnlich wie, wenn man einkaufen geht, muss man sich vorstellen, ist ja auch so eine Plexiglasscheibe, die man jetzt gar nicht mehr sieht. Wenn man einkaufen geht, also mir geht es zumindest so, fällt nicht mehr groß auf. Und genauso ist es mittlerweile beim Einchecken im Hotel. Also, ach so, du meinst, man hat sich dran gewöhnt, das Auge hat sich dran gewöhnt. Man hat sich dran gewöhnt, okay. Das ist tatsächlich so, wirklich. Erstaunlich schnell. Dauert denn solche Dinge wie Check-in, dauert das einfach länger? Also muss ich mehr Zeit mitbringen? Früher kommen, nicht mehr so mal eben kurz vor Mitternacht, kurz vorm ins Bett gehen, mal eben reinsausen? Hat sich da was verändert? Nee, gar nicht. Zumal ja jetzt erst recht viel kontaktloser mit dem Eincheckprozess umgegangen wird. Glaube ich, ist es quasi auch das keine Neuerung oder wir müssen auch keine besonderen Auflagen erfüllen, jetzt noch 10 weitere Dinge abzufragen beim Guest-Check-In. Ganz im Gegenteil, bei Me and All, nehme ich mal als Beispiel, kommt uns das jetzt entgegen, dass wir ähnlich wie andere das ja auch machen, seit Jahren praktizieren, dass wir quasi einchecken, auschecken in einem Prozess haben. Ne? Mhm. Und das macht die Sache sehr viel leichter und auch komfortabler für den Gast am Ende. Ja, sehr schön. Sag mal, Reisen innerhalb Deutschlands wird ja dieses Jahr boomen, weil es immer noch viele Länder gibt, wo man nicht hinreisen kann. Für die ganz kurz entschlossenen Podcast-Hörer jetzt, wie viele Zimmer habt ihr denn für die anstehenden Sommerferien noch zur Verfügung? Ja, ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Also ich würde jedem wirklich empfehlen, diesen Sommer echt zu nutzen, Kurzreisen zu machen. Also jetzt preislich ist so eine Geschichte, da müssen wir einfach an den Preisen festhalten, die wir auch vorher sowieso schon deklariert hatten, weil Corona stürzt uns in eine nicht nur tiefe Krise, was die Belegung betrifft, sondern einfach auch wirtschaftlich sind zusätzliche Aufwände, die auf uns zukommen und so weiter. Deshalb preislich
kann ich jetzt nicht unbedingt die Lanze brechen und sagen, überall könnt ihr for free übernachten. Aber ich glaube, es gibt halt Kapazitäten. Und das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen, dass wenn man irgendwie nach Hamburg oder nach Köln oder Destinationen, wie wir sie auch, keine Ahnung, in Oberstaufen beispielsweise im Allgäu haben, da gibt es jetzt halt Kapazitäten. Und das war in der Vergangenheit, waren wir oft auf 100% und dann konnte man uns nicht erleben. Aber jetzt haben wir genug zur Verfügung. Wenn ich aber alleine an diese erhöhten Sicherheitsstandards denke, an die Abstandsregeln, an die Hygienemaßnahmen, also ihr müsst ja wesentlich mehr machen, als ihr vorher getan habt, begrenzte Gästezahlen, vielleicht auch erhöhte Nachfrage, würde für mich erstmal so klingen, als müsste ich damit sogar rechnen, dass es teurer wird. Ist das tatsächlich so? Ist wirklich schwer zu beantworten. Also ich zögere da jetzt aktuell, weil wir einfach wissen, dass wir natürlich auch davon leben, auch die Hotels generell gesprochen, nicht nur bei uns ist es so, davon leben, dass auch eine gewisse Lebendigkeit in den Häusern steckt. Also wir von 20% gut zahlenden Gästen, da werden wir irgendwie auch nicht glücklich mit. Aber es wird ein Ausbalancieren sein. Bis Jahresende, das nehme ich jetzt mal so als Frist, das haben wir uns auch intern so als Frist gesetzt, werden wir das ausbalancieren müssen, genau zwischen Nachfrage und dem, was wir preislich brauchen, sozusagen in den Markt zu bringen. 21 hoffen wir alle drauf. Den Airlines, glaube ich, geht es anders. Die gehen erst wieder von Normalität 3 Jahre später aus. Bei uns wird es so sein, dass wir 21 hoffentlich ein bisschen back to normal sind. Okay, dann hätte ich jetzt ganz gerne noch einen heißen Tipp von dir. Wenn du sagst, ihr habt noch Zimmer überall, wo würde Christian Badenhorpe hinfahren, wenn er jetzt Lust hätte auf einen Kurzurlaub? In welches Lindenhotel fährst du? Oh, wenn das jetzt unsere Hoteliers hören würden. Aber ja, okay, ich muss mich jetzt festlegen. Du machst eine Rundreise. Nee, ich finde, stimmt, das ist eine gute Idee. Nee, also ganz ehrlich, ohne mich so ganz festzulegen, tatsächlich, das ist aber auch dem Typ entsprechend, ich stehe halt auf Städte-Kurztrips. Also ich würde sowas machen wie gesagt, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt. Wir haben in vielen Destinationen halt auch 2 oder 3 Hotels und ich würde sogar Hotel-Hopping vorschlagen, weil wenn man ein bisschen idealistisch unterwegs ist und den Hotelaufenthalt auch genießen möchte, dann würde ich mir in einer Stadt auch 2 Hotels angucken. Mega. Also klingt nach einem Plan. Ihr seid gut vorbereitet. Jetzt fehlen eigentlich nur noch wir. Wir müssen buchen und dann sehen, dass wir die schönsten Häuser bei euch mit den schönsten Zimmern finden. Genau, wir müssen alle in diesen Zeiten zusammenhalten und sagen, okay, wann immer wir jemanden davon überzeugen können, dass Reisen auch wieder so ein bisschen back to normal kommt, seit gefühlt 3 Wochen, dann brauchen wir auch diese Message da draußen im Markt. Wir können es ja alle ausprobieren. Das ist ja jetzt an uns, mal wieder loszufahren. Super. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Sehr gerne. Menschen treffen, Reisen unternehmen. Das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Und gut schlafen ist die halbe Erholung. Und es gibt zum Beispiel diese ganzen Häuser von Lindner Hotels. Probier es aus. Damit du auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind zum einen für den Podcast, aber auch für die Lufthansa City Center Profis. Denk bitte an dein Reisebüro. Dort sitzt dein ganz persönlicher Berater und da ist immer jemand für dich da. Auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir mal kurzfristiger buchen können, wollen, müssen, egal wie das auch immer ist. Jetzt ist es an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Also hör zu, lausch rein und damit bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.